Ein zweites Probetraining, sagst du? Mhm. Also, du willst mir erzählen, dass dein Traum sich wirklich erfüllen könnte? Mhm. Kannst du mir mal sagen, was du dann da machst? Brody, das soll doch nicht immer nur ein Traum bleiben, oder? Nein. Dann solltest du vielleicht mal... Sollte den Arsch hochkriegen, Mann! Arsch hochkriegen ist eine verdammt gute Idee. Aber bevor er hochkommt, muss er erstmal runter. Und deswegen machen wir einen Kniebeugen. Ganz wichtig ist es, die Treter schön flach auf dem Boden. Rücken gerade. Ihr könnt auch ohne Gewicht trainieren. Aber wenn ihr bereit seid für ein bisschen mehr Verantwortung, nur zu. Merkt euch, wahre Fitnessfans skippen kein Leg Day. Je schwerer das Gewicht, desto praller die Hose. Nimm die Angst vor Slapfey! Yeah! Mann, Alter, willst du mich verarschen? Digga, seine Nase war so groß. Wie kann sie ihn gematcht haben? Naja, wie die Nase des Mannes. Achi! Na, was geht? Achi, du weißt schon, dass du die schlimmsten Tipps gibst, die man geben kann, ne? Was meinst du? Digga, zuerst die Sache mit den Antikomplimenten und dann die Sache mit dem Video. Ey, ich hab dir nie gesagt, dass du das erzählen sollst. Digga, ich hab dich extra noch Was denn? Dickes Ding, ne? So groß wie ein Babyarm, Alter. Und? Wie war es gestern noch so? Dein Date? War cool? Eine Frau schweigt und genießt. Ich poste jetzt übrigens meine Gedichte. Willst du mal mein letztes hören? Doch so gut, ne? Was ist denn los mit dir? Nix. Okay. Fischereihafen, Restaurant, guten Tag. Mhm. Ja, einmal die Seezunge. Mit Gurkensalat, ja. Ja, genau, die Biogurken aus der Region. Ja, die riesigen. Die mag ich auch am liebsten, ja. Okay. Ja, alles klar. Wiederhören. Ey, pass doch auf, wo du hinläufst, du Schwanz! Moinsen! Ich hab hier Sushi. Stopp! Na dann. Man möge es abstellen. Gib mir das. Aber warte, warte. Warte, Mike. Ah.
Na dann. Für deine Mühe. Vielleicht war es nur ein Dream, alles für mein Team. Aber Preseason-Hustle gibt mir gerade Energie. Bin ein Young MVP. Vielleicht schaff ich's nach New Orleans. Und vielleicht war es nur ein Dream. Der Fong fällt, das ist meine Eminem-Show. Genug gestruggelt, Boys ready to go. Vielleicht nicht der nächste Deutsche in einem Packers-Trikot. Trotzdem Young ist MVP, als wär ich Patty Mahomes.